Kuriose Todesfälle Part 6. Auch wenn man beim Fechten einen ziemlich spitzen Gegenstand in der Hand hält, kommt es normalerweise nicht vor, dass man dabei stirbt. Das änderte sich jedoch ausgerechnet bei der Fechtweltmeisterschaft 1982 in Rom. Hier traf der sowjetische Fechter Wladimir Smirnov auf den deutschen Matthias Bär. Während dem Kampf brach Bärs Klinge jedoch ab und bohrte sich durch den Helm von Smirnov, der dann wiederum 8 Tage später im Krankenhaus in Rom verstarb.